Hallo, ich bin Annette Breckwold. Ich bin Senior Scientist am ZMT. Ich arbeite an interdisziplinären meereswissenschaftlichen Projekten, leite jetzt Projekte, wo es um Nachhaltigkeit geht von Küstenregionen und kleinskaliger Fischerei. Ja, und dann fragt man sich, was ein interdisziplinäres Projekt, was das bedeutet, Interdisziplinarität. In meinem Fall ist es vor allem Interdisziplinarität zwischen den Naturwissenschaften und den Sozialwissenschaften. Das heißt, wir arbeiten mit verschiedenen akademischen Partnern zusammen, das aus verschiedenen Disziplinen als Hintergrund. Ein spezieller Teil von Interdisziplinarität ist Transdisziplinarität. Und Transdisziplinarität bedeutet, dass wir neben den akademischen Partnern und neben den akademischen Disziplinen eben auch ganz diverse nicht-akademische Wissensträger mit in die Projekte einbeziehen und sie uns auch einbeziehen lassen. Also ein interdisziplinärer Ansatz ist für die Arbeit in fast jedem Projekt vom ZMT wirklich extrem wichtig. Da wir in Regionen arbeiten, im tropischen Gürtel des Planeten, wo die marinen Ressourcen gleichzeitig ganz oft Lebensgrundlage sind. Das heißt, man hat ganz oft in vielen Projekten, ob es jetzt um ein Meeresschutzgebiet geht, was deklariert werden soll, oder eine Wiedereinrichtung von einem Küstenschutzpark, der eine Weile offen war. Das sind alles Fragen, wo sehr viele soziale Aspekte mit reinspielen und sehr viele Aspekte, die vor Ort eine sehr hohe Wichtigkeit haben. Und das heißt, dieser transdisziplinäre Aspekt, auch direkt mit den Leuten vor Ort zusammenzuarbeiten, diese Art von Verantwortung, die dann auch ein Forschungsinstitut in Nordeuropa hat, wenn es mit Partnern in den Tropen zusammenarbeitet, ernst zu nehmen, in die Forschung mit einzustricken und auch in die Anträge, Forschungsanträge, die wir schreiben, am besten schon mit rein zu flechten, ist ganz wichtig. In meiner Arbeit am meisten Spaß macht mir, glaube ich, genau das. Also uns wirklich nicht in allererster Linie als Forschende zu sehen, sondern als Kollegen, als natürlich sehr nahbare Menschen mit diversen Problemen, sondern auch wirklich unsere Reflexivität, wie wir die einzelnen Projekte angehen, das beobachten zu können bei den verschiedenen Kolleginnen und Kollegen international. Die Menschen, die zusammenkommen durch unsere Forschung und die wir zusammenbringen dürfen, das macht mir am meisten Spaß.